irgendwann wurde bemerkt, dass dieses Kettenschloss gar nicht mehr da ist und dass sich das Tor öffnen lässt, der offizielle Zugang. Sie wollen die Siedlung ja ganz leer haben, wollten sie schon lange, aber wir sind hart und wir machen die nicht leer, wir bleiben hier. Ist mobile Küche, flexibel Küche. Die Küche verstehen wir auch so als Tool, quasi hier in Deutschland selber auch zum Gastgeber zu werden. Da sind alle herzlich willkommen aus, ob es jetzt aus Syrien, Afrika oder auch aus Berlin gerne hierhin wiederkommen möchten. Also wenn die Siedlung privatisiert worden wäre, dann sehe die heute ganz anders aus. Das sind auch die Kinder, die alle im Viertel wohnen. Die sieht man dann auch immer außerhalb und die erkennen dann auch wieder und grüßen einen. Das Prinzip Donau finde ich sehr gut. Vor allem, weil es halt eine Alternative ist zu den konkurrenzbasierten Märkten. Als Konzept sind wir eine Duokratie, das heißt, wer kommt, der macht. Wagenplätze sind nicht wirklich anerkannt und müssen immer überall verteidigt oder erkämpft werden. Es geht halt darum, Orte zu schaffen, an denen Menschen verschiedenster Herkunft und letztlich mit verschiedensten Styles konfliktarm, aber jeweils in Aushandlung dessen, was wir gerade tun, miteinander leben können. Die Nachbarn müssen denken, sie sind Gespenst im Haus. Ich reiß die Fenster auf, häng Transparente raus. Wir sind gekommen, um zu bleiben, für mehr autonome Zentren. Mein allererstes Quart, ich muss pausenlos dran denken. Ich sag aber trotzdem, das Ruhrgebiet gibt's nicht. Ruhrgebiet ja. Als Autobahn, sagen wir mal. Das würde ich schon, die A40 gibt's. Der graue Stromkasten sieht einfach nicht so schön aus, als wenn ich den einfach mal pink male. Man muss schon irgendwie aufbrechen in die Welt und gucken und die Möglichkeiten selbst erkunden.